So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wie versprochen haben wir gegessen und haben geschlafen und somit hoffentlich gespeichert. Und ein neuer Tag ist angebrochen, weil man muss ja immer zweimal speichern, damit es funktioniert vernünftig. Und wir machen uns jetzt direkt wieder auf den Weg und gucken mal, ob wir gerade nochmal auf die Schnelle noch so einen kleinen Snack finden. Für unterwegs, so einen Hasen vielmehr. Weil hier so ein Lizard haben wir noch in der Tasche, aber so ein Hase wäre schon noch relativ cool. Oh, da glitscht noch irgendwas im Wasser rum. Ah, da ist ein Hase. So, Hase haben wir auch. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den spannenden Rückweg. Nehmen unterwegs halt einfach noch ein paar Leaves mit. Belief es oder nicht. Die hier lassen wir jetzt einfach mal Eingeborene sein, weil die greifen uns ja sowieso in einer Tour an. Da drüben in unserer anderen Basis haben wir jetzt wenigstens halt auch Eingeborene, die bei uns in der Basis spawnen, die sich dann sofort hinknien und uns anbeten oder was auch immer die da tun. Das will ich auch gar nicht wissen. Nachher ist es irgendwelcher Schweizkram, auf dem ich so stehe, wie zum Beispiel Füße lecken oder so. Nur so schön, so die Kruste unterm dicken Zehennagel so rausknabbern mit den unter... Ja, lassen wir das Thema. Es wird gerade ein bisschen eklig. Aber so sind diese Eingeborenen halt, habe ich mir sagen lassen. Und das kann man auch nicht ändern, das ist bei denen so angeboren. Die kommen so auf die Welt. Und naja, was soll man großartig dazu sagen? Die schämen sich auch eigentlich gar nicht dafür. Weil die sind halt einfach so. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht direkt wieder so einer Patrouille in die Hände rennen. Oder vielmehr in die Füße oder in die Arme oder wohin auch immer. Machen wir uns auf den Rückweg mit ganz viel Leckereien in der Tasche. Vielmehr einem Lizard und einem Häschen. Da kommen wir dann auf jeden Fall schon mal über zwei Hungerperioden hinweg. Und ich glaube, wir machen das so, wenn wir die erste gegessen haben, machen wir uns direkt wieder auf den Weg und holen uns irgendwo was zu essen. Wenn es denn gerade Tag ist natürlich. In der Hoffnung, dass wir dann nicht so weit rennen müssen wieder bis zu unserer anderen Base. Weil da finden wir halt echt immer was. Das ist ja der große Vorteil. Ja. Weiter kann ich gar nicht erzählen eigentlich, weil ich gar nicht weiter weiß. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt da über den Berg gehen sollten oder vielleicht auch lieber rüber schwimmen. Ich bin fast ein großer Fan von Schwimmen, weil der direkte Weg ist halt immer der kürzeste, aber vielleicht nicht immer der sicherste. Weil man kann ja auch sein, dass da irgendwas drin rumschwimmt, was uns vielleicht essen möchte. Wissen wir jetzt gerade nicht. Ich könnte ja gerade mal gucken, ob die Fische da respawned sind. Da war doch ein Fischteich. Vielleicht können wir uns da noch drei Fische holen, dann haben wir, können wir nochmal dreimal überbrücken. Wäre ja mal ein Anfang, oder? Würde ich doch mal so sagen. Was sagst du denn dazu eigentlich? So, ich glaube, der war hier oben rechts irgendwo. Bei den ganzen Eingeborenen natürlich. Aber wie wir ja wissen, die sind ja eigentlich ganz handsam. Die wollen doch eigentlich auch nur spielen. Oder sich zumindest bewusst ernähren. So, wo sind die Fische hin? Ja, da schwimmt noch ein Fisch. Hervorragend. Ich wusste es doch, dass wir hier einen Fisch finden würden. Es ist zwar jetzt gerade nur einer. Immer noch so ein fliegender Fisch. Den anderen haben wahrscheinlich die Eingeborenen geschnetzt. Sag mal, bin ich zu doof? Geht doch. Vielleicht ein Vogel noch dazu? Ja, aber sonst Fische sind hier keine mehr drin, ne? Glaube ich. Nee. Das war's. Na egal, wir haben wenigstens noch einen Fisch mehr. Ist ja auch schon mal was. Wollen wir jetzt erstmal direkt wieder die Axt raus. So ein Stock ist zwar schön und gut, auch wenn er spitz ist, aber vielleicht nicht die ganz idealste Waffe, um es mit Eingeborenen aufzunehmen. Weil die haben bestimmt längere, spitzere Stöcke als wir. Was im Normalfall kein Vorteil ist. So, wir robben hier einfach mal übers Feld. Und gucken, dass wir gerade keiner Patrouille in die Hände laufen. Was ja fatal wäre. Vor allem, wenn so eine... Mit so einer Dreier kommen wir ja in letzter Zeit relativ gut eigentlich zurecht. Mit einer Zweier sowieso. Aber es gibt ja auch noch die Vierer. Und die sind ganz fies. Aber ich glaube, dann können wir echt einpacken. Oder direkt zwei Dreierpatrouillen. Na ja, direkt sechs Eingeborene hier. One-Man-Army, nämlich Rambo. Da kommt hier das Kettensägen, die Kettensägen-Axt raus und dann
Kettensägen-Axt. Wei, oh, wei, oh, wei, kommt da schon wieder ein Müll raus. Na gut, ich glaube, der Baum sieht ganz gut aus. Den fällen wir gerade mal. Wenn denn keiner guckt. Schön ist, dass wir schon wieder halb hungrig sind, weil wir ja schon so unglaublich viel Weg zurückgelegt haben. Und schon so unglaublich viel Zeit vergangen ist. Seit dem letzten Essen. Na gut, immerhin schon 6 Minuten wieder, ne? Kann man auch mal schon ein bisschen Hunger kriegen. Gerade wenn man hier durch die Walachei wetzt. Und sich hier des fleißigen Holzabbaus befleißt. Wohin fällst du? Die Richtung gefällt mir. Ja. Kein Wunder, dass die Baumstämme halt durch die Gegend flitschen wie sonst was. Na gut, wir machen uns erstmal auf den Heimweg. Sind ja ein paar Meterchen. Man sieht diese blöden Hasen halt auch echt so unglaublich gut in diesem hohen Gras hier. Aber das ist wahrscheinlich auch gewollt. Weil die Jagd soll ja auch nicht ganz so einfach sein. Naja, auf jeden Fall kann man... Es ist zwar noch relativ karg, das Ganze, hier und da halt ein bisschen verbuggt, wie dass man da zum Beispiel unter das Meer gucken kann oder dass die Eingeborenen halt immer wieder da hinten spawnen, was ich an und für sich ganz schön finde, genauso wie dass der Regen schon wieder anfängt. Abgesehen von diesen Bugs, die halt noch vorhanden sind, kann man daraus echt noch viel machen. Das Spiel hat echt Potenzial vom Grundaufbau her und ich glaube, da wird auch noch einiges kommen, weil wir sind halt echt noch in einer ganz, ganz frühen Alpha-Version, also Alpha 003 ist halt gerade mal nach dem zweiten Update ist raus. Da kann echt noch richtig viel kommen und ich bin auch ehrlich gesagt gespannt drauf. Deswegen will ich auch jetzt nicht mehr ganz so viel aufnehmen, weil bald ein Patch kommen wird und mal gucken, was da Neues dabei kommt. Nicht, dass ich jetzt total hinterherhänge. Ich bin ja immer noch am Vorproduzieren für die Woche, wo ich auf Wacken bin und naja, da muss halt erstmal einiges abgerissen werden, gerade bei meinem lahmen Internet. Das heißt, ich brauche einen ordentlichen Puffer. Ich plane halt im Moment vorzuarbeiten bis ungefähr zum... Oh, wann ist denn das eigentlich? 5.8. oder so, um einen Vergleich zu schaffen. Wir haben heute, glaube ich, den 17.7. Das heißt, da sind einige Parts, die ich jetzt gerade am Durchballern bin und am Hochladen bin. Muss ich aber auch mit meinem höheren Internet. Weil, wie gesagt, beim richtig hochqualitativen Video, was eine Viertelstunde geht, gehen halt mal eben 8 GB drauf. 1 GB drauf. Und das braucht bei mir eine Stunde zum Hochladen. Da weißt du Bescheid, was bei mir abgeht, wenn ich mal ein paar Parts vorarbeite. Da brauche ich schon ein bisschen Luft. So, dann geht's jetzt erstmal wieder ab nach Hause. Haben wieder zwei Baumstämme unterm Arm. Das ist aber ein schönes Bild auch wieder. Wir müssen wieder den Screenshot machen für ein Thumbnail. Thumbnail, sagt er. Und da drüben das Häuschen mit dem brennenden Effigy davor. Das machen wir gleich auch nochmal. Haben wir da auch schon wieder was. Weil das sind ja auch dementsprechend viele Thumbs, die ich machen muss. Ich will jetzt langsam wegkommen von diesen einheitlichen Dingern. So wie bei Agrarian Skies noch im Moment. Zumindest das wird auch weiter durchlaufen. Weil ich weiß nicht, was man da großartig immer zeigen soll. Hier sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Schöne Ecken und so weiter. Und tote Eingeborene kann man immer zeigen. Das geht immer ganz gut. Wir werden sehen. Der Ozean wäre auch ein Motiv, vielleicht. Oder so ein Kopf, der so fröhlich durch die Gegend kullert. Nein, das ist ja wieder nicht jugendfrei, muss man sich ja auch vorher überlegen. Also stellen wir hier erst mal 2 Loks dran. So langsam ist das Ding auf jeden Fall schon mal, das waren die beiden. Machen wir das Ding gerade mal wieder an, weil es regnet so schön. So, da hinten hat man noch ein paar Loggies. Sticks, wofür brauchen wir denn die Sticks eigentlich noch? Was haben wir denn da noch ausstehen? Wofür brauchen wir denn Sticks? Ich muss sagen, jetzt bin ich überfragt. Haben wir noch irgendeine Falle angefangen zu bauen, die noch nicht abgeschlossen war? Eigentlich ja nicht. Draußen fährt schon wieder ein Jetski auf dem Rhein rum. Auch ganz prima. Schabidabidabida. Bidabidabidadada. Ist aber jetzt ein bisschen ruhiger geworden hier auch. Also ich habe schon lange keinen Typen mehr hier unten spawnen sehen. Vielleicht ist deren Ding auch aufgebraucht. Nee, leider nicht. Das können wir auch leider Gottes nicht wegmachen. Das heißt, es wird da ewig bleiben und wir werden immer Pech haben, dass die eventuell bei uns in der Base drin spawnen.
Wir werden vielleicht natürlich auch versuchen, außenrum komplett so einen Holzwall zu bauen. Da weiß ich ja nicht, was du davon hältst. Könntest du mir ja mal sagen. Auf jeden Fall halte ich gerade relativ viel davon, einfach mal eben kurz was zu schnacken. Denn wir haben ja vorgesorgt. Wir haben ja richtig viel dabei. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht als erstes opfern sollte, wäre der Fisch. Denn das alles andere kriegen wir ja relativ schnell wieder. Nur den Fisch nicht. Oder Raw Fish? Wie viele Fische haben wir denn da? Was haben wir da, drei Fische? Glaube ich nicht. So, ich nehme jetzt mal als erstes das Rabbit, weil ich glaube, das können wir da drüben tatsächlich finden. Lizards hingegen nicht. Deswegen machen wir das mal als erstes weg. Mich stört halt einfach dieser unfertige Shelter hier. Ey. Das ist so unglaublich schlimm. Den Arm legen wir halt einfach mal wieder beiseite. Da liegt er ganz gut eigentlich. Kann man den wegtreten? Na, guck mal, den kann man wegtreten. Doing, 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 doing. Tschüss. Auch wieder was fährt hier. Doing. Ist fertig? Jawohl. So, weiter geht's mit dem Geschäft hier. Und an die Marinade hier. Eckhart, die Hauptbock ist hockt. Wir haben da was vor. Ja, Vögelchen, setz dich mal schön mal drauf. Wutsch, da gibt's warme Vögel. Aber Vögelchen kann man ja leider nicht essen. Von daher machen wir den Wald mal noch ein bisschen kürzer. Laufen wir jetzt auch ruhig wieder ein bisschen weiter weg. Hier vorne liegen ja noch ein paar Stämme. Aber vielleicht finden wir dann auf dem Weg durch Zufall ein Kanickelchen. Was dann da so fröhlich über den Weg hüpft. Das könnte man dann direkt wieder schnetzeln und in die Tasche stecken. Damit schmusen, wenn es kalt wird, mal wieder. Aber ich glaube, jenes Glück wird uns gerade mal wieder nicht gewährt. Wie wir bald einfach mal so eine riesige Schneise haben werden. Ich meine, da ist ja schon relativ kahl, aber hier auf der Seite wird es dann bald genauso aussehen. Ist das ein Kanickel? Entschuldigung, da muss ich mal kurz eben gucken gehen. Nee. Leider nicht, leider nicht. So, welcher war denn jetzt der Baum, an dem ich mich gerade verlustiert habe? Der da. Der sieht doch ganz gut aus. Dann hauen wir mal eben weg. Kann auch sein, dass die ganzen Viecher erst nach dem Neuladen auch wieder da sind. Dass es halt auch wirklich tatsächlich eigentlich nur eine beschränkte Anzahl an Tieren geben soll pro Spielstand. Dass man halt nicht ewig spielen kann, sondern dass man halt irgendwann dann, selbst wenn man alle vernichtet hat und keine Ahnung was, irgendwann dann doch den Heldentod stirbt. Weil, naja, einfach nichts mehr zu essen da ist, was halt tragisch, aber notwendig ist. Was heißt notwendig? Wenn der nicht ganz so doof wäre, könnte er auch ein paar eingeborene Fußnägel knabbern oder so. Macht bestimmt auf Dauer auch satt. Möchte er aber nicht, von daher müssen wir halt nur ein bisschen aufpassen. Also irgendwie regnet es hier immer, oder? So richtig Sonnenschein hatten wir doch noch nie. So, haben wir 49 jetzt. Ich kann auch mal einfach so vorbeigehen, kann ja so ein Ding anzünden. Braucht man gleich davor stehen bleiben. Ist natürlich auch gut. Spart Zeit und Nerven. Irgendwann werden wir unsere Holzhütte fertig haben. Und ich werde heute nicht mit der Aufnahmesession aufhören, bis wir das geschafft haben. Was ein großes Versprechen ist, aber ich werde es halten. Weil ich möchte das Ding jetzt endlich sehen, wenn es fertig ist. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist halt so richtig so nach getaner Arbeit. So, da haben wir auch noch einen Baumstamm liegen. Den nehmen wir auch mal direkt mit. Da unten liegen auch noch überall Loks. Daran wird es uns also nicht mangeln. Was haben wir da schon wieder für ein Schmuck rumstehen? Achso, das ist eine Blume. Das ist ein Waypoint für die Außerirdischen hier. Viel mehr Eingeborenen. Na gut, Außerirdische, Eingeborene. Wo ist der große Unterschied? Wobei, wahrscheinlich bin ich der Außerirdische für die. Vielleicht essen die einfach nur ganz gerne außerirdisch. Vielleicht sollte ich denen mal sagen, dass ich kein Außerirdischer bin. Ich komme nur vom Festland. Festland kennen die ja nicht. Die sind ja nur vom Wasser umgeben. Glaube ich zumindest. Und zumindest waren wir bis jetzt immer an der Küste oder am Ufer. Könnte ich ja eigentlich auch mal gucken. Aber ich glaube, es ist definitiv eine Insel hier. So. 51, das heißt 31 Hölzer noch. Das heißt,
16 Mal noch laufen. Na, das macht ja richtig Freude und Lust auf mehr. Und deswegen sage ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir es hoffentlich bald endlich mal geschafft haben mit der Blockhütte in The Forest. Oberkanal. Shake it, baby, shake it. No, muchos amigos, wir können blocken. Ich dachte, das geht nur mit der einen Axt. Aha. Haben wir wieder was gelernt. So, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.